Dankeschön. Es ist so schwer, als Affe stillzustehen. Dankeschön. Auf die. Hier bin ich. Auf die. Ja, hier bin ich schon. Hast du eine Banane für mich? Leider nicht. Nein. Leider nicht. Nein. Leider nicht. Das ist aber auch nicht schon, sehr fürsorglich. Alle schon mal, Olli Kahn. Aber du hast aufgemacht. Eieiei. Hier, guck mal hier. Das ist auch mal. Mal. Nicht epiliert, nicht gewaxt. Dieses Dekolleté erinnert mich so ein bisschen an Staffel 1 Max Giesinger. Grüße gehen raus. So. Unfassbar. Der Affe, oder? War das ein Start? Ja. Wow. Wow. Er rockt einfach. Sehr gut. Also, Alex und ich haben ja heute eine lange Zugfahrt hinter uns gebracht. Und wir haben über die Performance aus der ersten Show gesprochen, vom Affen, haben gesagt, da lag die Latte schon extrem hoch. Ich würde mal sagen, die hast du, lieber Affe, mit Bravour unfassbar übersprungen. Also, das war richtig, richtig cool. Richtig gut. Und ich muss auch sagen, unser Lückchen dort. Also, ich glaube, das ist jemand, der nicht zum ersten Mal tanzt. Ich glaube nicht, dass es ein Profitänzer ist, aber ich glaube, der hat auf jeden Fall in irgendeiner Form Tanzerfahrung gesammelt und das ja vielleicht auch irgendwie beruflich schon mal getanzt. Ja, ich meine, dieses Einfordern von Applaus. Ja, also, hat mir ja auch gesagt. Ja, diese typische Bewegung, hat die euch ein bisschen weitergebracht? Ja. Warm-up habe ich gehört. Ja, das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Also er weiß auf jeden Fall, was er macht. Und die ganzen, ich meine, man muss ja auch mal diese Vielfalt sehen. Du hast ja gerade nicht nur ein Cha-Cha-Cha, glaube ich, war das getanzt, sondern es war einfach auch ein bisschen gebreakt, so ein paar Jackson-Moves. Und ich habe ja letzte Woche schon mal gesagt, ich glaube, wir können nur erahnen, was da noch auf uns zukommt. Und wie Steve schon richtig gesagt hat, du hast auf jeden Fall die Latte so was von gerissen heute. Und das war eine grandiose erste Performance heute in dieser Show. Und es ist wirklich, die Messlatte hängt sehr, sehr hoch für alle anderen, die jetzt kommen. Und ich glaube, dass dein... Also dein Signature-Move hat auf jeden Fall irgendwas damit zu tun, dass du aktuell, wer auch immer du sein magst, gerade auf einer Bühne stehst und am Ende auf jeden Fall viel Applaus dafür bekommst. Auf dieser Bühne, sagt er, ja. Auf dieser richtig gut aufgefallen. Auf dieser sowieso, aber auch das, was du vielleicht gerade so im Alltag tust, wenn du nicht gerade eine Maske trägst. Aber ganz auffällig ist ja, was wir gesehen haben, GZS. Genau, ja, das wollte ich gerade sagen. Das habe ich Mats entdeckt, ja, der stand dann hinten. Und das steht ja für deine Lieblings-Soap. Korrekt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja. Und jemand, der tanzt, und ich glaube auch, ich habe gehört, in der Mats wurde Berlinert. Und ich glaube, wenn ich dann so überlege, GZSZ, wer war denn da, wer kommt aus Berlin, fällt mir auch Oli P. ein. Oh, sehr gut. Ist nicht auch Raul Richter, ist der auch aus Berlin? Ja, ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, weil dieses Drummer, ne? Also vor allen Dingen Schlagzeug, dass du gerne Schlagzeug spielst, das spielt ja eine Rolle. Ich weiß, dass Daniel Felo, der auch bei GZSZ mitgespielt hat, der war in einer Schülerband Drummer. Oh, okay. Ne? Also vielleicht ist das, aber ich tendiere, ich weiß nicht, wie gut Daniel tanzen kann, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass Julian Bam vielleicht auch jemand sein könnte, aufgrund der Vielfalt, ne? Im Web tätig, Comedy macht er. Absolut, aber denkt dran, was habt ihr Schönes vor euch liegen? Also könnte ich mal ganz kurz eure Fächer sehen? Eure Decoder. So. Die beiden Jungs kennen das ja schon. Dürfen wir? Johanna, ich möchte noch ganz kurz erklären. Ja. Ich war ja letzte Woche schon sehr gebefreudig. Ich hau noch mal einen raus. Das. Ihr habt zwei Decoder, und zwar beide in dieser Show. Ihr müsst euch nicht mehr entscheiden für Voice-Decoder oder Indizien-Decoder. Nein. Wir haben also insgesamt 6 Masken, 6 Decoder. Stark. Ein Decoder pro Auftritt wird gezogen. Also Voice oder Indizien-Decoder. Was wollt ihr? Also wir dürfen immer noch nicht alle 6 Decoder bei einer Performance. Nein, das ist immer noch nicht erlaubt. Vielleicht also nächstes Mal. Ich versuche es einfach immer wieder. Ja. Ich bin so provoziert am Anfang, deswegen kriegst du jetzt richtig fest. Ich würde übrigens noch mal auf deine Theorie zurückkommen. Ja. Denn was wir ja auch gesehen haben, ist, dass da irgendwie ein weiblicher Affe bei den Indizien mit dabei war. Auf jeden Fall irgendeine Partnerin, das würde ja auch für Duette stehen. Und dementsprechend
dementsprechend wäre, glaube ich, Oli P. gar nicht so schlecht. Der hat schon weil natürlich dieses, gib mir mein Herz zurück. Und ja, natürlich. Ich würde wirklich, und ich weiß auch, du hast gerade Raul Richter noch erwähnt, ich war schon mal mit Raul tanzen. So kann er nicht tanzen, Raul, ich mag dich. Aber Oli P. hat ja weniger Haare. Vielleicht. Vielleicht sind sie nicht echt. Dass seine Locken immer so geil sitzen. Aber nur vielleicht. Ach, Mann. Aber nur vielleicht. Was ist an der Decoderfront? Zieht also doch mal ich würde direkt mal einen schmeißen wollen. Seid ihr dabei, Jungs? Ein Voice Decoder? Ja? Voice Decoder für den Affen. Okay, Johanna zieht den Voice Decoder für den Affen. Bitte Haltung annehmen. Und vor allen Dingen jetzt absolute Stille, denn wir spielen diesen Ausschnitt nur ein einziges Mal. Und für einen ganz kurzen Moment ist die Originalstimme des Affens zu hören. Gut aufpassen. Voice Decoder aktiviert. Die Rotzlöffel sind meine Affenband. Beste Musiker. Voice Decoder deaktiviert. Repeat? Affenband. Also das ich finde, von der Stimmlage her kann das wirklich Oli P. sein. Könnte. Aber weißt du, was ich gerade noch für eine Idee hatte? Ja. Weißt du? Nee. unterstützen ist ja. Kitzel es heraus. Ja. Ich habe gedacht, was, wenn hinten die Trommel keine Trommel ist, sondern ein Teil eines DJ-Sets und quasi ein Plattenteller. Und Jörn Schlönvogt, heißt er, glaube ich, war der nicht auch bei GZS? Stimmt, Jörn, ja. Und kann der nicht auch tanzen? War der nicht auch mal bei Let's Dance? Das weiß ich gerade nicht so genau. Das weiß ich auch nicht, aber der kann bestimmt tanzen. Jörn Schlönvogt. Der legt ja auch auf. Und jetzt verhält er sich unauffällig auffällig. Wer weiß. Wer weiß. Jörn, aber vielleicht. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Namen ins Rennen gebracht für heute. Olli, ja, einige. Aber so sicher seid ihr euch noch nicht. Nee. Das war ein so starker Auftritt. Ich freue mich immer wieder auf die Affenbande. Danke, Affe. Oh, mach den Reißverschluss zu. Ich werde ganz wuschig.